Es ist Montag, der 21. September 2020 und wir starten mit einer Reihe, die wir amtliche Impulse genannt haben im Kontext der Online-Themenwoche von der Deutschen Schulakademie. Ich begrüße Sie ganz herzlich, mein Name ist Joran Moos-Meyerholz. Ich möchte Sie durch die nächsten gut 60, vielleicht 75 Minuten führen und im Hauptteil dessen werden wir Leonhard Dobusch sehen und hören, der uns den digitalen Wandel in Bezug auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt erklären wird und zwar so richtig grundsätzlich, denn das ist das Format, das wir für diese abendlichen Vorträge und Diskussionsrunden uns ausgedacht haben. Wir möchten da auf die gesellschaftliche Ebene gucken, ganz bewusst nicht sofort drauf gucken, was bedeutet das für die Schule und was müssen wir im Unterricht ändern etc., sondern tatsächlich zuerst einmal uns eine halbe Stunde Zeit nehmen und uns das Umfeld, also die gesellschaftlichen Fragen, mit denen wir da gerade zu tun haben, anschauen und das Ganze dann danach in der zweiten halben Stunde auf die Ebene, was bedeutet das jetzt für Schule, runterbrechen. Ich freue mich sehr, dass viele von Ihnen den Weg schon hierher gefunden haben. Wir haben, das werden wir gleich vorstellen, ein Tool für Fragen und Kommentare, die wir nachher in dieser zweiten Hälfte diskutieren wollen. Davor noch ein anderes Tool, nämlich ein Text-Chat. Den gibt es hier bei Zoom. Schauen Sie mal in dem Programm, da finden Sie eine Sprechblase. Da steht Chat drunter oder drauf oder drüber. Und wenn Sie da draufklicken, öffnet sich das Text-Chat-Fenster. Da können Sie mit anderen diskutieren. Zum Beispiel jetzt im Moment passiert da schon ganz viel im Sinne einer Vorstellungsrunde, da werden schon Hoffnungen ausgedrückt etc. Ein Hinweis vorab, wir zeichnen diesen Vortrag auf, aber nicht den Textchat. Das heißt, alles, was hier vorne passiert und was Leonhard Dobusch sagen wird, was wir an Fragen vorlesen werden über das Mentimeter-Tool, was Sie gleich kennenlernen wollen etc., das ist Teil der Aufzeichnung, der Textchat selbst nicht. Soweit zur Vorrede. Wenn Sie schon während des Vortrags Fragen und Kommentare absenden wollen, die wir uns danach anschauen sollen, dann gibt es dafür ein Tool, das heißt Mentimeter. Und ich freue mich sehr, dass wir Thorsten bei uns haben. Thorsten Fahrbach ist erstens ein, kann man sagen, Aktivist. Thorsten kann es gleich mal selbst sagen. Also sehr aktiv auf jeden Fall in der Initiative Kreidestaub. Und er wird heute Abend sozusagen unser Chat-Korrespondent sein, der das Bindeglied zwischen den hoffentlich vielen Fragen und Kommentaren von Ihnen und den Beitrag von Leonhard Dobusch dann liefern kann. Thorsten, erstens bist du ein Aktivist, zweitens, wie geht das mit Mentimeter? Ja, hallo. Aktivist, ja, wir versuchen es zumindest, gerade Staub-Bodensee, da komme ich her. Wir sind in Konstanz angesiedelt und wir machen eben an der Universität, versuchen wir mit eigenen Seminaren zu unterstützen, die wir nach uns, was wir Lehramtsstudierende finden, was es mehr braucht, anbieten wollen. Genau, und jetzt würde ich einfach das Mentimeter mal vorstellen. Dadurch übertrage ich mal meinen Bildschirm. So. Und zwar sehen Sie jetzt hier die Folie fürs Mentimeter. Oh, jetzt habe ich leider den Chat verloren. Darum kann ich gerade schlechtes wieder den Text reinkopieren. Also, gehen Sie doch bitte mal entweder am Handy oder auf Ihrem Desktop, also in Ihrem PC, in den Browser und gehen Sie auf www.menti.com und geben Sie dann dort diesen Code hier ein. Das sollte dann ungefähr so aussehen. Hier auch nochmal der Code. Den dann einfach eingeben und auf Submit drücken und dann können Sie hier eine Frage erstellen klicken und können dann während des Vortrags Ihre Fragen oder Anmerkungen hier reinschreiben. Ich werde versuchen, diese dann zu sammeln, sodass wir sie am Ende dann stellen können und versuchen auch Fragen zusammenzufassen. Ich zeige Ihnen mal noch, wie das aussieht, wenn da ein paar Fragen drinstehen. Dazu ist hier von gestern zur Einführungsrunde, sehen wir hier, was schon andere von Ihnen da an Fragen reingestellt haben. Und diese Fragen können Sie dann eben hier dann noch ranken, indem Sie hier auf den Daumen hochdrücken. So sehe ich dann auch nachher, welche Fragen Sie alle besonders interessiert, welche Fragen wir auf jeden Fall zuerst stellen sollten. Ja, ich kopiere Ihnen gleich nochmal den Code und den Link in den Chat. Und bitte Sie darum, auch möglichst dort alle Fragen dann reinzuschreiben in mentimeter.com. Ja, das war's dann. Ja, Joran? Ganz herzlichen Dank, Thorsten. Wir sehen Thorsten wieder in einer halben Stunde. Und diese halbe Stunde gestaltet jetzt Leonhard Dobusch, den wir mal auf die Bühne bitten. Und ich bitte den Kai, der für uns die Technik organisiert, einmal meine einzige Folie, die ich für heute Abend vorbereitet habe, zu zeigen.
weil ich überlegt habe, was kann man über Leonhard Dobusch noch sagen? Sie alle haben zumindest eine Idee davon bekommen, weil Sie ja auf den Link zu diesem Webinar hier heute Abend gedrückt haben. Also Sie müssen schon irgendwas Interessantes daran gefunden haben, was da dran steht. Und jetzt kann man sagen, ja, Universitätsprofessor etc. Ich habe nochmal versucht, so ein paar wissenswerte Dinge zusammenzutragen für Leonhard Dobusch, um es gar nicht erst systematisch aussehen zu lassen. Es ist einfach eine Liste mit 7 Punkten, weil man könnte über Leonhard Dobusch sehr viel erzählen, aber das dann auch noch zu systematisieren, macht es schwieriger. Insofern habe ich mir jetzt einfach mal eine Folie mit 7 Fakten über Leonhard Dobusch mitgebracht. Und ich dachte erst, ich lasse Sie raten und Sie sollen in den Chat schreiben, welcher dieser 7 Punkte ausgedacht ist. Aber Leonhard Dobusch hat gesagt, es stimmt alles. Insofern erspare ich uns das Ratespiel. Aber es sind sehr viele interessante Dinge drin, weil Leonhard Dobusch eben sehr, sehr vielseitig unterwegs ist. Er ist Professor. Das ist man so vom Hauptberuf und das kann man sich vorstellen, was so ein BWL-Professor macht. Er ist auch Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Da wird es schon vielfältiger. Und da gibt es verschiedene Professoren wahrscheinlich im Fernsehrat, aber viele sind auf, ich würde mal sagen, vielleicht sowas wie üblich verdächtigen Wegen dahin gekommen. Leonhard Dobusch wurde vorgeschlagen aus der Zivilgesellschaft, unter anderem vom Chaos Computer Club. Der dachte, Leonhard Dobusch ist eine gute Person, um die Interessen der Netzwelt, der Netzcommunity, wie auch immer man das nennen mag, im Fernsehen zu vertreten. Und das macht er und das macht er auch sehr öffentlich. Man kann viel darüber lesen und hören, was er da tut. Er hat das Momentum-Institut gegründet und zwar nicht so, man gründet erstmal ein Institut und dann soll eine Bewegung draus werden, sondern wenn ich das richtig mitgekriegt habe, in den letzten Jahren gab es erstmal schon relativ viel und dann wurde nochmal ein Institut gegründet, um das in verschiedene Formen zu bringen. Das ist eine Denkfabrik der vielen, heißt es bei Momentum über Momentum selbst, für eine nachhaltigere, gerechtere Gesellschaft. Leonhard Dobusch ist in einem Feld sehr, sehr aktiv, wo ich viele Arbeiten von ihm auch selbst gelesen habe, nämlich bei der Frage nach Urheberrecht und geistigem Eigentum. Er engagiert sich in einer Initiative, die heißt Recht auf Remix. Er ist Autor bei Netzpolitik.org. Sein Vater war Bürgermeister von Linz. Und das Letzte weiß ich nicht, jetzt habe ich ihn jetzt gar nicht gefragt, aber stimmt. Aber ich meine, dass ich das mal vor 8 Jahren oder sowas in einem Gespräch mit ihm gehört habe, dass Journalisten ihn mal irgendwo als Frau Dobusch verortet haben, weil sein Twitter-Name Leonie Dobusch ist. Wenn er das jetzt noch aufräumen will, geht das nicht von den 30 Minuten ab. Aber ansonsten freue ich mich auf den Input. Was passiert da gerade in diesem digitalen Wandel? Oder wie eine Teilnehmerin gerade in den Chat geschrieben hat, gibt es Argumente dafür, dass das mit der Digitalisierung nicht wieder weggeht? Vielen Dank, Jörn, für diese zu nette Vorstellung. Jetzt hoffe ich mal, dass das Allerschlimmste, was passieren kann für jemanden, der über Digitalisierung professionell vortragen möchte, ist, dass es dann gleich mal Probleme gibt bei den basalsten Dingen, wie zum Beispiel den Bildschirm zu teilen. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich das hinbekomme mit meiner Präsentation. So. Gut. Funktioniert? Funktioniert. Ja, dann vielen Dank für die Einladung. Ich gebe zu, ich glaube, ich hätte sie nicht angenommen, wenn Jörn nicht mich gleich zu Beginn darauf hingewiesen hätte, dass es nicht darum geht, über Schule und über Unterricht in der Schule zu sprechen, weil das nicht mein Spezialgebiet ist. Ich bin zwar auch Universitätslehrender, aber habe da auch natürlich die eine oder andere didaktische Fortbildung genossen, aber es ist nicht mein Spezialgebiet. Die Frage aber, wie digitale Technologien und unser Einsatz von digitalen Technologien unsere Gesellschaft verändert und Wirtschaft und Arbeitsmarkt sind da sicher ein wesentlicher Teil davon, die treibt mich jetzt wirklich schon mehr als 10 Jahre um, würde ich sagen. Und wenn von digitalem Wandel die Rede ist, dann fällt auch sehr häufig ein Begriff der Transformation, der digitalen Transformation. Und ich glaube, das kommt ungefähr auch daher, dass das ein bisschen grundlegender, umwälzender klingt als nur Wandel. Und ich würde auch sagen, dass das durchaus passend ist, also weil sich Gesellschaft ganz allgemein und grundlegend ändert. Aber was bedeutet das jetzt für den Bereich der Wirtschaft, wo ja ich heute den Fokus drauf legen würde? Und ich würde sagen, wenn digitale Transformation der Wirtschaft das Thema ist, dann geht es meistens um große digitale Plattformen. Also dass wir es hier mit grundlegenden Umwälzungen zu tun haben, das fällt dann besonders dort auf, wo diese Plattformen bestehende Branchen durcheinander wirbeln, wie das zum Beispiel
eine Plattform wie Uber mit der Taxibranche gemacht hat, also vor allem in den USA noch viel mehr als in Deutschland oder in Österreich, oder wie das zum Beispiel Airbnb mit der Beherbergungsbranche gemacht hat. Und was ich aber sagen würde, was diesen Umbruch in der Wirtschaft durch solche digitalen Plattformen, und ich meine, das sind jetzt zwei Beispiele, die klassischen Beispiele sonst wären Google, Amazon, also wir alle haben Bilder davon, wenn wir von den großen digitalen Plattformen sprechen. Was diesen Umbruch so besonders macht, und ich habe deshalb auch bewusst jetzt Airbnb und Uber genommen und nicht Facebook und Google, dass das nicht einfach so ist, dass da irgendwie neue Unternehmen in einem Markt eine Rolle spielen und dann vielleicht alte dominierende von neuen Unternehmen abgelöst werden. Das gab es in kapitalistischen Marktwirtschaften immer mehr oder weniger regelmäßig, sondern ich würde sagen, es ändert sich da teilweise auch ganz grundlegend, was überhaupt ein Markt ist, was zum Beispiel überhaupt auch marktfähig ist. Und ich würde sagen, das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass es zu einer Expansion von Marktlogiken kommt. Und da ist wiederum Airbnb ein sehr gutes Beispiel. Warum? Vor Airbnb war die Vermietung der eigenen Wohnung oder des Gästezimmers der eigenen Wohnung nicht etwas, was irgendwie weit verbreitet war. Es war auch schwierig. Und man hat weder das quasi selbst gemacht, seine eigene Wohnung für 3-4 Monate eben unterzuvermieten oder ein Gästezimmer, noch hat man sich, wenn man irgendwo anders hingefahren ist in Urlaub, gesagt, naja, dann miete ich mich bei wildfremden Leuten zu Hause ein. Ja? Also das war etwas, das war eigentlich etwas, das es gab vielleicht in manchen Bereichen, gab Ferienwohnungstausch und solche Dinge, aber das waren Nischen. Das war nicht so im großen Stil verbreitet, wie das bei Airbnb heute so ist. Und warum hat Airbnb da eben so ein nicht marktfähiges Gut, nämlich die eigene Wohnung oder das eigene Gästezimmer marktfähig gemacht? Weil es sehr viel Vertrauen erfordert. Ich muss quasi einer wildfremden Person, die ich vorher noch nie gesehen habe und nachher vielleicht nie wieder sehen werde, ich muss der genug vertrauen, dass ich der meine Wohnung überantworte. Oder umgekehrt, ich buche einen Flug und vertraue darauf, dass ich in dieser Privatwohnung bei irgendjemandem dann unterkomme und dort auch ein Bett habe. Und dass das alles klappt und dass das reibungslos ist, mehr oder weniger. Und wie ist das trotzdem gelungen, diese quasi eigentlich zuvor nicht marktfähigen Güter marktfähig zu machen? Man hat Vertrauen kommodifiziert über wechselseitige Bewertungen. Jeder, der bei Airbnb Gast ist oder der bei Airbnb was anbietet, der muss sich auch wechselseitig bewerten lassen. Und diese wechselseitige Bewertung, die führt dann dazu, dass eigentlich so Art Vertrauen zwischen Wildfremden entsteht. Man schaut, oh, der hat oder die hat 10, 20 gute Bewertungen, naja, dann wird es mir hoffentlich auch gut gehen, wenn ich da hingehe. Das betrifft jetzt nicht nur Airbnb, diese Bewertungslogiken, die findet man überall auf diesen neuen digitalen Marktplätzen. Wie so oft, wenn es zu einer Expansion, zu einer Ausdehnung von Marktlogiken kommt, dann haben wir es aber dann auch teilweise mit neuen Verknappungen, mit anderen Externalitäten, also ungeplanten und teilweise auch schwer wieder einzufangenden Fern- und Folgewirkungen zu tun. Auch dafür ist Airbnb ein gutes Beispiel. Hier zum Beispiel eine Visualisierung auf der Webseite Airbnb versus Berlin. Sieht man, wo es die meisten Airbnb-Angebote in Berlin gab. Ist ein bisschen älter, aber von der Logik her, man sieht, die Angebote, die konzentrieren sich da im Zentrum von Berlin, also dort, wo ohnehin das Wohnungsangebot vergleichsweise knapp ist, wo die Wohnungen ohnehin schon teuer sind, dort konzentrieren sich dann auch noch die Airbnb-Gäste und machen da vielleicht diese Wohnungsnot sogar noch größer. Also man sieht hier, dass es hier zu Folgewirkungen kommt, die im Zuge dieser Marktfähigmachung von zuvor nicht marktfähigen Gütern auch wieder neue Probleme, vielleicht auch neue Regulierung dann irgendwie erforderlich machen. Das ist das, was ja auch in Berlin und in anderen großen Städten teilweise passiert ist. Man versucht, das einzudämmen, dass es hier nicht Airbnb überhand nimmt und zu viele Wohnungen dem Wohnungsmarkt entzogen werden. Andererseits haben wir aber in der digitalen Wirtschaft nicht immer nur Ausdehnung von Marktlogiken. Es kann auch was anderes passieren. Es kann auch zum Beispiel sein, dass Märkte schrumpfen, bis hin zu Märkte sogar verschwinden. Das wird deutlich, wenn man sich ein Phänomen vor Augen führt, das der Autor Chris Anderson als Zero-Billion-Dollar-Business bezeichnet hat. Was meint er damit? Er meint damit, dass im Zuge der Digitalisierung ein zuvor milliardenschwerer Markt
umgewälzt, transformiert wird, sodass am Ende der Markt nicht mehr milliardenschwer ist, also, sondern vielleicht zwar ein Unternehmen alles monopolisiert, aber dieses Unternehmen nur ein paar Millionen Dollar damit verdient, dass quasi eigentlich hier das Marktvolumen eingedampft wird durch digitale Technologien. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist da ein Beispiel dafür? Das klassische Beispiel dafür sind Kleinanzeigen. Die waren zum Beispiel auch in den USA mal ein Milliardenmarkt. Die haben fast alle Lokalzeitungen haben von denen gelebt. Einerseits ist ganz viel Anzeigengeschäft zu Google gewandert. Okay, da könnte man sagen, da ist ein Milliardenplayer entstanden. Aber das Kleinanzeigengeschäft, gerade das Geschäft lokaler Kleinanzeigen, das hat in den USA zum Beispiel Craigslist dann für sich monopolisiert. Und Craigslist wurde nie ein milliardenschweres Unternehmen. Im Gegenteil, Craigslist hat kaum Umsatz damit gemacht. Die haben am Ende zu Spitzenzeiten ein paar Millionen Dollar Umsatz gemacht. Die haben quasi also einen Markt, der milliardenschwer war, übernommen, aber selbst eigentlich damit gar nicht so viel Umsatz gemacht. Und so eine Entwicklung, die lässt sich auch andernorts beobachten. Ich möchte jetzt noch ein Beispiel zeigen, wo das sogar noch weiter ging. Das ist der Markt, der dann durchaus auch einen Bildungsbezug hat. Der Markt für gedruckte Enzyklopädien. Sie können sich vielleicht schon vorstellen, worauf ich damit hinaus will. Früher war das ein Markt, also ich kann mich noch erinnern, meine Eltern haben noch mal sehr viel Geld in die Hand genommen, um auf tote Bäume gedrucktes Wissen, das mit der Anschaffung bereits höchst veraltet war, aber dafür in Leder eingebunden, in einen Schrank zu stellen. Und dort ist es auch gestanden und kaum jemand hat je reingeschaut. Allerdings muss man sagen, die wenigsten konnten sich solche teuren Enzyklopädien leisten. Das hat sich geändert in den 90er Jahren. Da hat Microsoft dann alles, was früher in so zig Bänden, ledergebundenen Bänden geschrieben war, auf eine CD gepresst. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann. Das hieß damals Microsoft Encarta und war quasi eine CD-ROM. Da war eine ganze Enzyklopädie drauf. Das hat schon den Markt geschrumpft, weil diese CD, die hat dann irgendwie 100 Mark gekostet. Also heute, man würde sagen, ein bisschen mehr als 50 Euro. Und ja, das, da bekam man vielleicht früher einen Testband von der Enzyklopädie drum. Ja, und was ist aber dann passiert? Warum verwenden wir heute nicht Encarta? Weil wir alle heute Wikipedia verwenden. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Also quasi hier kann man sagen, da gab es einen Markt. Und was die digitale Transformation, was das Ergebnis der digitalen Transformation war, dieser Markt ist verschwunden und die Marktlogik wurde komplett ersetzt durch eine Allmende, Wissensallmende-Logik. Also man kann, und wenn man sich anschaut, wie diese Entwicklung gelaufen ist, der Umsatz ist gesunken, der mit Enzyklopädien erzielt wurde. Gleichzeitig ist die Reichweite, also wer hat Zugang zu enzyklopädischem Wissen, wie breit angelegt ist enzyklopädisches Wissen, also was alles findet Platz in einer Enzyklopädie. Und da kann man vielleicht drüber streiten, ich würde sagen, auch die Qualität der enzyklopädischen Wissens ist gestiegen, alleine schon, weil es aktueller ist, weil es viel schneller korrigiert wird. Und es gibt viele systematische Vergleiche, die sagen, ja, Wikipedia ist durchaus sehr robust, was das Wissen betrifft. Aber das ist nochmal ein Thema für einen anderen Vortrag, wenn man das genauer sich anschauen möchte. Womit wir es hier also zu tun haben, ist ebenfalls eine digitale Plattform, in dem Fall eine Wiki-Plattform, die aber eben hier eben nicht eine Marktlogik expandieren lässt, sondern die eigentlich einen Markt ersetzt durch ein Commons, durch eine Allmende, ein Gemeingut, wenn man so will, wo es keinen unmittelbar reziproken Austausch von jenen gibt, die dieses Gemeingut herstellen und jenen, die das Gemeingut nutzen. Also es gibt eine Community von Freiwilligen, die die Wikipedia schreiben, pflegen. Und es gibt eine große Zahl, ich würde sagen fast aller Internetnutzerinnen und Internetnutzer, die dieses Gemeingut nutzen und die vielleicht auch beitragen, zum Beispiel indem sie spenden. Das ist jetzt nicht aber nur, da ist jetzt die Wikipedia nicht das einzige Beispiel dafür, sondern es gibt auch andere Beispiele, wo so eine Marktlogik zumindest ergänzt wurde durch eine Gemeingutlogik. Das bekannteste und ich würde sagen wirtschaftlich relevanteste Beispiel dafür ist Open Source Software, viele kennen vielleicht den Linux-Pinguin als Symbol dafür, aber auch der funktioniert so, dass quasi viele Unternehmen und auch Entwicklerinnen und Entwickler Software-Source-Code quasi in einen Pool einspeisen, der dann allen zur Weiternutzung zur Verfügung steht, durchaus auch zur kommerziellen Nutzung. Das ist ja bei der Wikipedia auch so, man kann Wikipedia-Fotos auch kommerziell nutzen, aber das ändert nichts daran, dass der Pool, aus dem dann quasi, wo hier Wissen beigesteuert wird oder genutzt wird, dass der quasi für alle frei nutzbar ist und dass das keiner Marktlogik folgt, sondern eben einer Commons-Logik. Gut, wenn man sich das jetzt vor Augen hält,
was bedeutet das aber dann für auch die Zukunft der Arbeit? Bedeutet das, dass durch diese Zero Billion Dollar Businesses oder durch solche Commons-Logiken Arbeitsplätze vernichtet werden? Und ganz allgemein und auch über dieses Beispiel jetzt der marktlichen Transformation. Man sieht hier auf diesem Spiegelcover die Roboterhand, die hier den Mitarbeiter hochhebt und offensichtlich aus dem Gebäude befördert. Drohen uns nicht jetzt durch diese Digitalisierung enorme Arbeitsplatzverluste? Da würde ich jetzt mal zunächst vor übertriebener Sorge warnen. Die Ausgabe, diese Spiegelausgabe, das Cover ist aus dem Jahr 2016. Bereits im Jahr 1978 gab es aber ein quasi identisches Cover. Die Zahl der Erwerbstätigen ist zwischen 1978 und 2016, wie auch in den Jahren zwischen 1964 und 1978, kontinuierlich gestiegen. Also natürlich darf das nicht zu einem induktiven Fehlschluss verleiten. Natürlich könnte es sein, dass quasi in der Vergangenheit technologische Umwälzungen nicht notwendigerweise zu Arbeitsplatzverlusten geführt haben, aber dass das jetzt anders ist, das kann ich nicht widerlegen. Ich würde nur sagen, es gibt durchaus Indizien dafür, dass es zu einem Wandel kommt, dass Arbeitsplätze natürlich in manchen Branchen, in manchen Sektoren, auch in manchen Regionen verloren gehen, aber dass das nicht grundlegend der Fall ist, ganz abgesehen von der Frage, dass das natürlich auch nicht einer politischen Steuerung durchaus zugänglich ist. Das war aber, würde ich sagen, bei technologischem Wandel immer so. Die viel spannendere Frage als jene, ob wir jetzt quasi durch diesen technologischen digitalen Umbruch hier quasi alle arbeitslos werden, was ich nicht vermute, ist, finde ich, eher jene, sich vor Augen zu führen, was das Spezifische an diesen neuen Technologien, digitalen Technologien darstellt. Also technologischen Wandel haben wir immer im Kapitalismus beobachten können oder auch schon davor. Aber ich würde sagen, was digitale Technologien ausmacht und was deren Folge dann auch für Unternehmen und zum Beispiel für Arbeitsalltag und so weiter bedeutet, ist einfach, dass es sich bei ihnen um neue Wissenswerkzeuge handelt. Also Wissen lässt sich leichter erfassen, verändern, verbreiten. Und das war eben schon beim Buchdruck in der Vergangenheit so und die Folgen des Buchdrucks waren ja exorbitant, nicht nur positiv. Der Buchdruck hat einerseits natürlich die Aufklärung wahrscheinlich befeuert und einen technologischen Entwicklungsprozess noch verstärkt, der ohnehin im Gang war. Gleichzeitig hat es natürlich auch Propaganda und Desinformation ermöglicht. Auch hier ein Phänomen, das nicht erst mit YouTube und Facebook begonnen hat und Telegram-Gruppen. Ich würde argumentieren, dass mit diesen digitalen Technologien eben noch einmal eine Beschleunigung und eine Verbreiterung einerseits des Zugangs zu Wissen als auch der Möglichkeit, Wissen zu verändern und zu verbreiten einhergeht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was diese Verfügbarkeit dieser neuen Wissensprozesse mit Unternehmen und mit Organisationen im Arbeitsprozess macht. Und in der Betriebswirtschaft haben das zum Beispiel die Autoren und Autoren Brown und Duguid in des Zugangs zu Wissen mal anhand eines Beispiels des damals größten Computer- und heute Druckerherstellers HP illustriert und folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Sie haben gemeint, wenn HP nur wüsste, was HP weiß. Gemeint ist damit natürlich, dass die Tausenden und Angestellten von HP quasi über sehr viel Wissen, unschätzbar wertvolles Wissen verfügen, das aber nur in Bruchteilen auch verfügbar, zugänglich und für HP anwendbar, nutzbar ist. Und zwar aus verschiedensten Gründen. Teilweise, weil das Wissen, die Kosten, das Wissen zu sammeln und zugänglich machen, hoch ist. Teilweise, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Wissen gar nicht mitteilen können. Also man spricht da vom sogenannten Tacit Knowledge, von einer Könnerschaft, die man quasi weitergeben kann im unmittelbaren Zusammenarbeiten, aber die man nicht kodifizierbaren kann, also nicht kodifizierbares Wissen. Oder weil sie es nicht teilen wollen, weil Wissen auch eine Machtressource ist. Und weil einzelne Abteilungen lieber das Wissen quasi für sich monopolisieren, auch aus Angst, wenn sie das Wissen kodifizieren oder zugänglich machen, dass das dann vielleicht zu ihrem Nachteil ist bei der nächsten Vergabe von Ressourcen innerhalb einer Organisation. Teilweise auch, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wissen von anderen nicht annehmen können oder wollen. In der BWL gibt es da auch einen Begriff dafür, das sogenannte Not Invented Here Syndrome. Also was man quasi
das quasi Wissen, das woanders herkommt, sehr schwer tut, auch wirklich angenommen zu werden. Was man jetzt beobachten kann und was digitale Technologien hier ändern, ist, dass auch innerhalb von Organisationen, von Betrieben, diese einfachere Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen, auch dazu führen, dass es immer mehr zu einer Entkopplung von Kommunikation einerseits und Hierarchie andererseits kommt. Also eine Autorin, die das in einem Buch sehr schön nachgezeichnet hat, dann anhand einer Fallstudie, ist Catherine Turco. Sie nannte das Buch The Conversational Firm. Es geht da darum, dass um ein Beispiel einer Firma, wo einfach sehr offener Umgang und sehr offene Kommunikationskanäle herrschen, aber man kann das ganz allgemein beobachten, dass einerseits neue Kommunikationswerkzeuge es innerhalb einer Organisation möglich machen, auch über Abteilungs- und Hierarchiegrenzen hinweg zu kommunizieren. Aber auch wenn das gar nicht gewünscht ist, passiert das oft in WhatsApp-Gruppen, in Telegram-Chats, einfach auch an den formalen Organisationskanälen, Kommunikationskanälen in Unternehmen vorbei. Und das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem offeneren Zugang zu Wissen innerhalb von Organisationen, teilweise auch über Organisationsgrenzen hinaus. Und wenn man jetzt daran anknüpft, was ich vorher schon kurz angedeutet habe, dass Wissen Macht ist, dann könnte man sagen, so ein offenerer Zugang zu Wissen, der bedeutet Ermächtigung. Ich habe mich hier bei einem Spruch der Open Knowledge Foundation bedient. Und das kann zum Beispiel, Ermächtigung kann hier zunächst auch Selbstermächtigung bedeuten. Das kann bedeuten, dass wenn Abteilungen ihr Wissen nicht mehr so leicht den Zugang zu ihrem Wissen nicht mehr so leicht beschränken können, dass das die Organisation ermächtigt, auch innovativer, dynamischer zu werden. Ermächtigung kann aber natürlich auch bedeuten, Dritte zu ermächtigen, Wettbewerber zu ermächtigen, weil Wissen, das kodifizierte Wissen schneller und weiter verbreitet wird, können vielleicht auch andere damit leichter, schneller etwas anfangen. Schon 2003, also inzwischen auch schon fast 20 Jahre, hat Henry Chesbrough, ein anderer Betriebswirt, das Potenzial größerer Offenheit in einem Bestseller namens mit dem Titel Open Innovation versucht, mal so in die wissenschaftliche Debatte einzubringen. Und sein Argument war vor allem, dass in diesen Zeiten, wo Wissen schneller fließt, man noch viel stärker als früher sich öffnen muss für Wissen von außen, aber dass es teilweise auch ein Vorteil sein kann, eigenes Wissen zu teilen, wenn das zum Beispiel dazu führt, dass der Markt wächst und man damit auch selbst schneller mitwächst. Ganz allgemein kann man also verschiedene Funktionen von einer größeren digitalen Offenheit, offeneren Kommunikation für Unternehmen identifizieren. Ein Beispiel wäre, dass eine Offenheit für ein Unternehmen auch eine Art Visitenkarte darstellen kann. Hier ein Beispiel dafür ist die Firma Buffer, eine in Österreich gegründete, aber jetzt im Silicon Valley situierte Social Media Management Tool. Die haben zum Beispiel in verschiedenen Bereichen sehr auf Transparenz gesetzt, unter anderem auch auf Gehaltstransparenz. Also man kann hier auf der Webseite nachschauen, wie viel man verdienen würde, wenn man dort quasi als Entwickler oder sonst wie arbeitet. Alle Gehälter sind offengelegt, also vom Top-Management bis zu allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und sie berichten, das hätte sich sehr ausgezahlt. Im Silicon Valley, wo der Wettbewerb um Entwickler sehr groß und sehr stark ist, hätten sie, seit sie das offengelegt haben, eine viel höhere Zahl an Bewerbungen zu verzeichnen. Digitale Offenheit kann auch einfach ein Werkzeug sein. Die bereits erwähnte Open-Source-Software ist hier für ein Beispiel, wo Unternehmen Software, die sie vielleicht brauchen, aber die nicht unbedingt sie von ihren Mitbewerbern unterscheidet, dann lieber mit denen gemeinsam auf einer Basis eines gemeinsamen Code-Basis entwickeln. Oder es kann auch Offenheit etwas mit einer Haltung, mit einer unternehmerischen Haltung zu tun haben. Unternehmen sehen sich zunehmend aufgefordert, transparenter zu werden und Verantwortung zu übernehmen, nicht nur fürs eigene Handeln, sondern auch, was zum Beispiel die Lieferkette betrifft. Hier wird gerade in Deutschland ja teilweise auch heftig über das Lieferkettengesetz diskutiert, wo es genau darum geht, dass eben Unternehmen sich nicht einfach abputzen können und sagen, ja, woher sollen wir wissen, was unsere Zulieferer für Arbeitsbedingungen haben, wie es denen dort geht, sondern wo einfach verlangt wird, dass sie hier auch Rechenschaft ablegen für diese globalen Wertschöpfungsketten. Beides, also der Druck von Stakeholdern, offener zu werden, als auch die Potenziale von Offenheit für Innovation und für unternehmerische Weiterentwicklung, die führen dazu, dass Unternehmen, selbst wenn es um die Entwicklung ihrer strategischen Ausrichtung geht, zunehmend vermehrt auch auf Offenheit setzen.
Das Schlagwort, das hier dann in der Debatte gerade relativ frisch ist, ist Open Strategy, offene Strategiefindung. Und das meint, dass offene Formen der Strategiefindung, dass es mehr Transparenz nach innen und nach außen gibt, sowie mehr Inklusion von internen und externen Akteurinnen. Also in der Praxis meint das alles von einerseits bloß intensivierten Informationen über Pläne des Top-Managements, über Umfragen, das wäre nah dran an klassischer Meinungsforschung, aber dann mit Hilfe von digitalen Werkzeugen und Tools auch stärker in einen Dialog zu treten. Und da merkt man schon auch, was verlangt wird von auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zukunft, nämlich hier dialogfähig zu sein, eigene Positionen auch vertreten zu können, sich ausdrücken, sich einzubringen, nicht nur seinen und ihren Job zu machen, sondern, und das ist sicher für manche auch eine Bürde, über quasi den eigenen Schrebergarten hinaus zu denken, bis hin auch zur Bewertung durch interne und externe Stakeholder. Ich möchte hier, weil hier der Begriff Inklusion auf meiner Slide ist und weil ich hier vor allem zu Lehrerkräften spreche, ganz besonders betonen, dass natürlich der Inklusionsbegriff, der hier von diesem Open Strategy, von diesem offenen Strategiefindungsansatz vertreten wird, ein komplett anderer Inklusionsbegriff ist als jener, den man zum Beispiel im schulischen Kontext verwendet. Ja. Also da geht es dann eher hier, also bei der Inklusion im Strategiefindung geht es um die verstärkte Einbindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gegebenenfalls weiteren Stakeholdern, allerdings in relativ unveränderte Unternehmensprozesse und Strukturen, aber nicht um die Anpassung dieser Strukturen, um prinzipiell inklusiver zu werden. Also das ist auch eine Debatte, die es in der Betriebswirtschaft gibt zunehmend, dass man sich die Frage stellt, müssen Organisationen nicht inklusiver werden? Müssen wir nicht eben auch auf die Vielfalt in unserer Gesellschaft quasi Rücksicht nehmen? Da gibt es Diskussionen, die einen sagen, das zahlt sich auch aus von einer größeren Vielfalt, Diversität, die in Unternehmen profitieren, die Unternehmen selbst. Andere sagen, selbst wenn sie nicht davon profitieren, müssen Unternehmen in der Lage dazu sein und werden auch teilweise dazu gezwungen werden, die Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch stärker zu berücksichtigen und nicht von einem standardisierten, in der Regel männlichen Normalarbeiter auszugehen, sondern hier eben quasi auch unterschiedliche Bedürfnislagen zu berücksichtigen. Wenn es jetzt aber genau darum gehen soll, nämlich Organisationen im Allgemeinen und Unternehmen im Speziellen inklusiver, offener zu machen, dann stößt man mit einer simplen Offenheitsstrategie aber auch schnell an seine Grenzen. Und warum das so ist, darauf möchte ich jetzt zum Abschluss noch einmal auf das Beispiel der Wikipedia zurückkommen. Ein Fall, das jetzt zwar kein Unternehmen im engeren Sinne ist, aber gerade weil das ein Sonderfall ist, glaube ich, kann man da viel auch für Unternehmen und vielleicht auch für Schule lernen. Es liegt auch daran, dass ich mich mit diesem Fall an meiner Forschung schon sehr lange intensiv beschäftige. Denn die Wikipedia ist ja dafür bekannt, dass sie besonders offen ist, dass anyone, also jeder und jede, sie ändern kann. Das sieht, also in der Vergangenheit hat das in den ersten 10 Jahren immer zu Fragen geführt, kann man das glauben, was da drin steht, wenn da jeder alles reinschreiben kann. Jetzt, nächstes Jahr, wird die Wikipedia auch bereits 20 Jahre alt, ist diese Diskussion interessanterweise eine völlig andere, während wir in der öffentlichen Debatte über Fake News, Desinformation, Verschwörungstheorien auf YouTube und Facebook reden, dann ist es eigentlich so, dass als die seriöseste, solideste, vertrauenswürdigste Nachrichtenquelle im Netz eigentlich völlig unumstritten inzwischen Wikipedia ist. Ich würde sagen, das ist kein Zufall. Die Wikipedia war von Anfang an offen für Desinformation und für Manipulationsversuche und musste deshalb von Anfang an Prozesse entwickeln, um damit umzugehen und eine sozusagen Robustheit zu entwickeln gegenüber solchen Manipulationsversuchen. Und das geht es mir hier aber nicht, sondern mir geht es darum, wenn da jeder mitmachen kann, dann sieht das ja mal zunächst nach maximaler Offenheit aus. Also was könnte offener sein als offen für alle? Ja? Wenn wir aber jetzt uns dann anschauen, wie wer wirklich mitmacht in der Wikipedia, dann ist das leider nicht so, dass wir hier quasi ein Spiegelbild der Gesellschaft finden, sondern wir sehen, dass von zum Beispiel in der deutschsprachigen oder englischsprachigen Wikipedia nur zwischen 10% und 20%, das sind Schätzungen, ganz genau weiß man es natürlich nicht, weil viel anonym editiert werden kann, der Beitragenden weiblich sind. Wir wissen, dass auch die Artikel über den globalen Süden primär von Leuten aus reichen Industrieländern verfasst werden. Also jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das sind halt vielleicht anfangs Wachstumsschmerzen und irgendwann wird sich das schon auswachsen, aber ich habe bereits erwähnt, Wikipedia wird bald 20 Jahre, es ist auch kein Säugling mehr. Und es ist halt inzwischen leider so, was noch dazu kommt, dass die Zahl der Freiwilligen seit 10 Jahren
schrumpft und oder zumindest stagniert und das bei einer steigenden Anzahl von Artikeln. Also wie lässt sich das erklären, dass wir es hier mit so einer fehlenden Vielfalt unter den Wikipedia-Autoren und Autorinnen und Autoren zu tun haben, trotz radikaler Offenheit? Und ein Grund könnte eben sein, dass Wikipedia eben nicht trotz, sondern wegen dieser radikalen Offenheit ein Diversitätsproblem hat. Wir kennen das auch von anderen Ecken im Netz und deshalb meine ich, das ist auch ein Punkt, der ganz allgemein für digitale Öffentlichkeiten, vielleicht sogar auch darüber hinaus, relevant ist, dass gerade die radikal offenen oder formal offenen Organisationen wie Wikipedia, auch freie Software, aber auch offenere Räume wie zum Beispiel Zeitungsforen, Facebook, YouTube, jeder kann dort seine Videos hochladen. Ja? Dass alle diese Räume sie Probleme damit haben, zum Beispiel Belästigung gegenüber Minderheiten, gegenüber Frauen, mit diesen Problemen fertig zu werden. Und der Grund ist eben, dass diese radikal formale Offenheit letztlich nicht offen genug ist. Ich würde da aus einer Autorin, Valerie Aurora, die sich sehr viel mit diesem Problem im Bereich der Open Source Software beschäftigt hat, die da mal geschrieben hat, das Problem ist, wenn deine Gruppe aus 9 hilfreichen, höflichen, sympathischen, würde ich jetzt hinzufügen, Männern und einem unhöflichen, sexistischen und lauten Mitglied besteht, dann werden die meisten Frauen wegen dieses einen Mitglieds fernbleiben. Und ich würde ergänzen, und es ist ihnen auch nicht vorzuwerfen. Ich komme zum Schluss. Digitalisierung erlaubt ein Mehr an Offenheit und ich würde sagen, dieses Mehr an Offenheit hat auf jeden Fall auch Potenzial dynamischer, innovativer, aber auch inklusiver zu werden. Also einfach hat durchaus eben emanzipatorische Potenziale, würde ich sagen. Diese Offenheit kann ich aber nicht dadurch erreichen, dass ich sage, kommt alle. Ja, oder das alleine wäre zu wenig. Offenheit will organisiert werden und braucht, man kann so gewiss sagen, ich muss paradoxerweise auch Grenzen ziehen und mir klar werden, welche Offenheit ich will. Also ich will das jetzt in meiner letzten Slide auf den Punkt bringen, auf 2 Fragen, die sich meiner Meinung nach sowohl Unternehmen, aber auch Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, quasi Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen sollten in dieser digitalen Zukunft. Das ist die Frage, wie offen wollen sie sein? Wie viel von mir will ich preisgeben, auch im Netz, in digitalen Netzwerken? Wie offen will ich sein? Mehr noch oder wichtiger aber fast, wie will ich offen sein? Wie wollen Sie offen sein? Nämlich nicht, Sie werden bis zum gewissen Grad gezwungen sein, sich mehr zu öffnen als vielleicht zuvor. Und dann ist die Frage, wie will ich offen sein? Will ich inklusiv offen sein? Welche Art von Offenheit ist die Offenheit, die ich anstrebe? Und diese Frage, das sind normative Fragen, das sind auch Fragen, die mit Werthaltungen zu tun haben. Die kann man nicht abstrakt beantworten, die müssen Sie persönlich für sich beantworten, die müssen Unternehmen für sich beantworten, die muss eine Gesellschaft für sich beantworten. Ich hoffe, ich bin halbwegs in der Zeit geblieben und freue mich jetzt auf Fragen. Ich beende jetzt da meinen Screenshare, wenn das okay ist. Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank an Leonhard Dobosch. Die Zeit war gut, aber wir hätten auch noch länger zugehört, denn im Chat gab es schon einige Rückmeldungen, dass das sehr interessant war, dass man die Folien gerne hätte. Folien twitter ich gleich raus. Wunderbar. Also bevor die nächste Frage zum Twitter kommt, wir werden die Folie dann auch auf der Website der Veranstaltung verlinken können. Also kriegen wir alles hin. Jetzt wollen wir die Zeit nutzen, die wir noch gemeinsam haben und ich erspare mir alle meine Moderationskommentare und übergebe gleich an Thorsten Fahrbach als Anwalt unseres Fragenmanagements. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für den Vortrag. Es kam aktuell sind es gerade 13 Fragen. Ich denke, die können wir einfach hierarchisch durchgehen. Die meisten sind sehr vielfältig und unterschiedlich und gehen zum Teil auch weit auseinander. Und die erste Frage wäre, welche Ideen und Wünsche hat die Wirtschaft für die schulische Bildung? Der Bildungsauftrag der Schule und die Vorbereitung auf Ausbildung, Studium und Beruf stehen bisweilen in einem Spannungsfeld. Ja, also diese Frage ist deshalb so schwer zu beantworten, weil ich immer schon skeptisch bin, wenn irgendjemand von der Wirtschaft, die Wirtschaft will, spricht. Damit werden auch teilweise die krudesten Forderungen oft gerechtfertigt. Die Wirtschaft wünscht sich niedrigere Steuern, die Wirtschaft will weniger Lohnnebenkosten, zumindest das ist ein Schlagwort in Österreich. Und dann, wenn man natürlich Betriebe fragt, dann wünschen die sich am besten, dass quasi irgendwo eine höhere Schule oder am besten eine Fachhochschule gegründet wird, die ganz genau gezielt für ihren Bedarf da quasi die Leute ausbildet. Und deshalb würde ich sagen, die Aufgabe sowohl der Ausbildungsstätten als auch der Politik, die hier quasi Bildungspolitik macht, ist es, sich diesen Wünschen zu verwehren.
Und zwar nicht, weil man gemein ist und sagt, man will der Wirtschaft Böses, sondern im eigenen, und zwar nicht kurz, aber mittel- und langfristigen Interesse, ist es wichtiger, wäre meine Meinung, in Bildung, ja, und in Bildungskompetenzen, in universellere Kompetenzen zu investieren, die gerade nicht den gerade aktuellen Bedürfnissen einer Branche entsprechen, die aber es ermöglichen, quasi, dass Menschen dann sich schnell umorientieren oder eben schnell auch in Themen einarbeiten und dann auf diese Art und Weise produktiv werden. Und das heißt jetzt nicht, dass ich gegen jede fachspezifische Ausbildung bin, aber das heißt, ich glaube, man sollte vorsichtig sein, hier nicht zu stark zu glauben, dass nur, indem man, also dass jetzt alle Informatiker werden müssen, nur weil wir Digitalisierung haben. Ja, also das fände ich grundfalsch, ja, sondern ich glaube, ich habe manchmal einen Spruch, ich weiß nicht, von wem ich ihn zum ersten Mal gehört habe, ist nicht von mir, aber ich würde sagen, Bildung ist die beste Ausbildung. Und das, glaube ich, das gilt heute mehr denn je. Ich ergänze mal deine Überlegungen durch eine zusätzliche Frage. Die Wirtschaft in dem digitalen Wandel lernt ja auch gerade viel dazu. Unter anderem, dass das mit der Zukunft nicht mehr so leicht vorhersehbar ist oder nicht so lange planbar etc. Wie ist denn dein Eindruck zu dieser Frage, lernt die Wirtschaft da tatsächlich diese Perspektive, die du gerade beschrieben hast, oder öffnet sie sich zunehmend für die Perspektive oder erlebst du eher einen Gegentrend im Sinne von spezifischere, digitale, schnellere Kompetenzwechsel oder Qualifikationswechsel etc.? Also ich muss sagen, wenn ich mit, ich bin ja auch als BWLer, ist man ja teilweise durchaus immer wieder auch im Kontakt, auch mit regionalen Unternehmen, Platzhirschen und so. Wenn ich da wenn man sich da anschaut, die gerade auch in Süddeutschland und ist das ja auch sehr verbreitet, diese Hidden Champions, diese Leute, diese Unternehmen, die am Weltmarkt sind, ja, die sagen alle, wir sind händeringend auf der Suche nach jungen Leuten, die leiden eher darum, dass die Leute aber nicht ich sage jetzt ein Beispiel aus meinem Bundesland, die aber nicht gerne in Reutte in Tirol leben wollen, wo man irgendwie weder aus Deutschland noch aus Österreich gut hinkommt. Ja. Die haben eher Probleme, auch in den jeweiligen Standorten Leute zu finden. Und da ist dann teilweise auch durchaus eine große Offenheit da, aber nicht aus der Not heraus, ja, sich zum Beispiel für neue Zielgruppen zu öffnen. Da kommen zum Beispiel, die sind dann deshalb interessiert auch an zum Beispiel so Themen wie Inklusion. Wie kann ich Leute auch halten, die jetzt vielleicht nicht die besten Noten haben, aber wie kann ich mit denen arbeiten? Ja? Wie arbeite ich mit, ich meine, da kommt auch teilweise der Drang her, dass man sagt, auch in den technologischen Branchen, will man zum Beispiel mehr Frauen haben, wobei das in der Praxis dann oftmals viel, viel schwieriger ist, weil wenn man in so einem Unternehmen halt dann kaum welche sind, dann fühlen sich die wenigen auch nicht so wohl oft. Das liegt halt dann auch an so einer gewachsenen Kultur. Das Thema dieses ganzen Online-Themenwoche ist ja auch Kultur. Da gibt es in der BWL den Spruch Culture Eats Strategy for Breakfast. Damit ist auch ausgedrückt, dass quasi so ein Kulturwandel im Unternehmen oft viel schwieriger ist als ein Strategiewandel. Ich verkünde einen Strategiewandel, aber wenn die neue Strategie nicht zu meiner Kultur passt, dann werde ich auf verlorenen Posten stehen. Und bei der Digitalisierung ist das eben ähnlich. Ich glaube, die Digitalisierung wirkt sich natürlich unterschiedlich aus in unterschiedlichen Branchen. Aber sie hat eben, wenn sie zum Beispiel dazu führt, dass es eben zu einer Durchmischung von Branchen kommt oder dass es eben zu einem Umbruch kommt, dann muss ich im Denken flexibler werden, offener werden und das ist durchaus nicht so einfach, glaube ich, für viele. Und hat aber jetzt nichts mit Informatik oder Programmieren können zu tun. Thorsten, ich glaube, du hast noch eine Frage, die genau dazu passt. Vor allem sind auch gerade zwei Fragen sehr umkämpft. Das merkt man auch immer wieder, dass die 1 und die 2 beiden wechselt. Und das ist, welche Kompetenz benötigt der Mensch in der digitalen Welt? Das ist natürlich eine sehr weit gegriffene Frage. Ja, nee, erstens mal, es gibt ein Buch, das ich leider noch nicht ausgelesen habe. Deshalb bin ich vorsichtig, es zu empfehlen, aber es passt mir zu dieser Antwort her. Und zwar, also grob übersetzt, frei übersetzt ins Deutsche, warum in einer Welt von Spezialisierung Generalisten gefragt sind. Generalistinnen, würde ich sagen. Also ich würde sagen, das eine, und ich würde aber sagen, beides stimmt. Ja? Also ich glaube, es gibt einerseits den Bedarf nach Menschen, die vernetzt denken können, die eben schaffen quasi, und ich habe das Gefühl, aber da rede ich jetzt quasi von außen, meine ältere Tochter hat quasi letzte Woche die Schule begonnen, also ich kann noch nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel
die Bewegung hin zu stärker projektorientiertem Lernen, zu stärker offenen Lernformen, die eben quasi auch fächerübergreifend sind, dass das genau in die Richtung geht. Ja, also, dass man hier eben vernetztes Denken, quasi nicht in disziplinären Silos, Fächersilos, sondern problemorientiert und dann eben lösungsorientiert denken zu können. Das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Das Zweite, was ich aber schon auch glaube, ist, dass dass deshalb eine Spezialisierung zusätzlich zu einem vernetzt denken können ein Vorteil ist. Ja? Also in sich vertiefen zu können und in einzelnen und da aber eben wirklich auch länger dran zu bleiben. Also das, ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Satz, an den ich immer wieder denke. Und das gilt, glaube ich, besonders auch für Ausbildung und Bildung. In unserer schnelllebigen digitalen Zeit, wo alle das Gefühl haben, wir sind nur so gehetzt und alles ändert sich ständig und alles im Umbruch, wird Ausdauer besonders unterschätzt. Also an Dingen dran zu bleiben und mal quasi hier wirklich länger Zeit zu investieren, in etwas wirklich zu verstehen, das zahlt sich gerade in unserer schnelllebigen Zeit, glaube ich, aus. Also insofern, wenn sich das ein bisschen widersprüchlich anhört, ja, ist mir das bewusst. Ja, aber ich glaube, es ist wichtig, Schwerpunkte zu haben, in die man vertieft reingeht und ansonsten in der Lage zu sein, aber sprechfähig zu bleiben, vernetzt zu denken. Ich glaube, die nächste Frage passt genau dazu. Ich muss gestehen, dass ich immer schon die nächste sehen kann. Ja, genau. Ich habe nicht ein bisschen das Problem, dass ich das nicht sehen kann, weil ich über die aktuelle Frage nur sehe. Aber wenn du es schon Bescheid weißt, dann, wenn Allgemeinwissen jederzeit allgemein verfügbar ist, was gehört dann zur Allgemeinbildung? Ich denke, das interessiert wahrscheinlich viele Leute für die zukünftigen Inhalte von Unterricht. Ja, also das ist jetzt, finde ich, eine Frage, die sollte schon eher an einen Bildungswissenschaftler und einen Philosophen gehen als einen BWLer. Ja, also jetzt verstehe ich mich eh zwar als nicht den typischen BWLer, aber ich muss sagen, das finde ich fast schon eine philosophische Frage. Ich kann jetzt meine Meinung anbieten, aber da kann ich nicht aus meinem fachlichen Fundus schöpfen. Dann lass mich für dich sozusagen eine Operationalisierung vornehmen. Du lehrst BWL-Studierende. Was erwartest du denn, dass die mitbringen, wenn die als Erstsemester zu dir kommen? Was die mitbringen? Achso. Ich glaube, was ich mitbringe, ist, dass sie Sinn erfassend lesen können und dass sie quasi sich interessieren. Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie sich interessieren. Ich versuche es auch interessant zu machen, aber man kann immer nur so viel tun. Also wenn quasi... mit interessieren meine ich aber, ehrlich gesagt, zum Beispiel würde es mir schon extrem Freude machen, wenn die, und damit ich meine jetzt mit Zeitung lesen meine ich nicht, eine Papierzeitung zu lesen, tue ich selber nicht. Aber damit meine ich quasi, sich zum Beispiel für die Welt da draußen interessieren. Ja? Also wissen, was passiert. Ich sage immer, wenn ich BWL studiere, aber noch nie, also ich finde nicht, dass Sie den Wirtschaftsteil von der Zeitung lesen müssen, aber dann sollten Sie zumindest 2, 3 Wirtschaftsportale oder 2, 3 Wirtschaftsblogs lesen oder zumindest 3, 4 Wirtschaftsjournalisten auf Twitter oder Facebook, von mir aus Instagram folgen. Aber ich sollte mich für das interessieren, was ich dann auch studieren möchte. Ja? Und ansonsten, also ich meine, was noch am ehesten zu diesem Allgemeinwissen, zur Allgemeinbildung gehört, sind dann eher so Grundsätze. Also was ich versuche auch meinen Studierenden mitzugeben gleich zu Beginn ist, in Alternativen zu denken und klar zu wissen. Und ich glaube, wenn Allgemeinwissen jederzeit zur Verfügung ist, dann finde ich, ist für mich wichtig, sich bewusst zu sein, dass jedes Wissen vorläufig und prekär ist und dass es immer auch alternative Interpretationen gibt, ohne dass deshalb das relativistisch ist. Also für mich, da ist zum Beispiel auch, Entschuldigung, wenn ich nochmal Wikipedia bringe, aber was ich als Fortschritt bei Wikipedia empfinde, ist, dass erstens man transparent nachvollziehen kann, dass hier gestritten wird darum, was wir wissen. Dass Wissen umkämpft ist. Ja, also ich würde sagen, wenn allgemein Wissen jederzeit allgemein verfügbar ist, dann gehört zur Allgemeinbildung zu wissen, dass das Wissen umkämpft ist und dass es sich ändern kann und dass quasi Wissen vorläufig ist. Also klassisch sokratisch, jetzt wäre ich doch philosophisch, ja, wenn so, der Spruch, der uns zurückgeführt hat, wir wissen, dass wir nichts wissen, meint er vor allem, wir wissen, dass wir nichts mit Sicherheit wissen. Ja, also und da treffen sich halt Sokrates und Popper schon ganz gut. Ja? Und ich glaube, das gehört heute dazu zu wissen, ja? Dass wir nichts sicher wissen. Thorsten, was ist die nächste Frage?
Die haben wir jetzt beantwortet. Nächste Frage ist Bildungsgerechtigkeit in den Zeiten der Digitalisierung. Wie können Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen, sozial benachteiligten Lebenswirklichkeiten unterstützt und gefördert werden? Haben Sie da vielleicht dazu auch Ideen? Also ich hab Ideen, ich habe stark ausgeprägte Meinungen, die aber meiner Meinung nach eher mit dann durchaus auch mit Fragen von Schulorganisationen, von sozialer Selektion in Schulen und von zum Beispiel verschränkten Ganztagsschulen zu tun haben, die aber jetzt nicht in mein Fachgebiet fallen. Also das, dann würde ich sagen, eher persönliche Meinungen. Ich glaube, was ich aber schon glaube, was ich jetzt eher so aus wirtschaftswissenschaftler, ökonomischer Sicht sagen würde, wäre, dass sozioökonomische Faktoren einfach eine große Rolle spielen. Das merkt man auch jetzt wieder. Ich habe gerade heute, also haben wir auch vom Momentum-Institut zu dem Thema auch was gearbeitet, dass man eben sieht, dass oder auch die Arbeiterkammer in Österreich hat da gerade eine Studie gerade rausgehaut, wo man sieht, dass eben sozioökonomischer Hintergrund eine enorme Bedeutung hat auf den Bildungserfolg der Kinder. Und das heißt, unabhängig auch von der Schulwahl und so. Ja? Und das wiederum unabhängig auch von irgendwelchen zum Beispiel Migrationsgeschichten. Aber das Problem ist, dass natürlich dann häufig Migrationsgeschichte und sozioökonomischer Hintergrund, finanzielle Schwäche sich potenzieren. Ja? Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo ich sagen würde, ja, Bildungsgerechtigkeit erfordert auch ein Mindestmaß an Verteilungsgerechtigkeit. Bevor wir die nächste Frage anschauen können wir sie schon, aber bevor Leonhard Dobusch sie beantworten darf, mache ich mal einen Last Call für Fragen stellen und auch nochmal für Abstimmung. Wir haben jetzt in der Zeit, wo wir die Fragen beantwortet haben, nochmal genauso viele Fragen dazugekriegt. Insofern wage ich die Prognose, dass wir vielleicht nicht alle schaffen. Wer jetzt noch eine Frage stellen mag, kann nochmal das Mentimeter dafür nutzen. Und auch wer keine Frage stellen mag, kann da nochmal schauen, was da für Fragen dazugekommen sind und sagen, hier, das möchte ich unbedingt noch beantwortet sehen. Insofern nutzen Sie gerne noch die Möglichkeit, da den Daumen hoch ein paar Mal anzuklicken. Und in der Zeit machen wir weiter mit der nächsten Frage. Das kann jetzt auch nochmal eine Stunde Vortrag werden, oder? Das glaube ich doch auch. Wie wirkt sich der digitale Wandel auf die Gesellschaft aus? Auch ein großes Themenfeld, denke ich mal. Ja, also ehrlich gesagt, das wissen wir alle nicht. Da möchte ich wirklich dann die deutsche Bundeskanzlerin zitieren. Die wurde viel ausgelacht. Ich finde, es war auch einer ihrer klügsten Sätze, dass das Internet für uns alle Neuland ist. Wir sind da eher am Anfang und wir probieren gerade rum. Und ich würde sagen, ganz allgemein hilft es immer, wenn man da versucht, miteinander respektvoll dabei umzugehen und wenn man bereit ist, sich zu korrigieren, dass man da mit Trial and Error vorgeht. Ich würde sagen, das sind Dinge, die waren vor dem die Internet war und die stimmen genauso. Ich würde sagen, lasst uns experimentieren und dabei aufpassen, dass niemand unter die Räder kommt. Kannst du vielleicht nochmal eine Einordnung geben, deine Einschätzung, wo befinden wir uns sozusagen in dem Prozess, wenn wir 2020 sehen? Also du kannst ja nicht in die Zukunft gucken, aber ist es so, dass wir deiner Einschätzung nach, ich mache mal einen Pol auf, okay, das geht vielleicht nicht weg mit der Digitalisierung, aber wir können uns jetzt damit anfreunden und arrangieren und dann werden wir einen neuen, stabilen Status haben? Oder würdest du eher sagen, auf einer ganz anderen Seite, 2040 gucken wir mal zurück und lachen über das, wie wir 2020 dachten, wie weit wir schon wären mit dem digitalen Wandel und waren doch erst ganz früh in diesem Prozess. Hast du da eine Idee? Also, dass 2040 wir auf jeden Fall lachen werden über das, was wir da jetzt machen und für Probleme haben, da bin ich 100% überzeugt dazu. Wer irgendwie glaubt, wir wissen viel und wir sind super toll, dem empfehle ich einfach nur einen Blick in das Technik-Tagebuch von Katrin Passig und ihren Konsortinnen und Konsorten zu werfen. Dann kann man wunderschön sich stundenlang unterhalten damit, wie vor 10, vor 15, vor 20 Jahren quasi wir Cutting Edge waren. Und ich bin sicher, wir werden uns selbst und andere werden uns in 20 Jahren genauso belächeln. Ich glaube, ansonsten, ich will jetzt da nicht zu sehr in Plattitüden ausarten, was man aber schon gesehen hat jetzt, dass Corona und der damit verbundene Zwang in manchen Bereichen, sich radikal bestimmten digitalen Technologien zu öffnen, das wird natürlich Folgen haben. Ja? Und da muss ich sagen, in der Hinsicht ist bei aller Schrecklichkeit dieser Situation, würde ich sagen, ist damit schon auch, was mir daran gefällt ist, und das bringt mich zum folgenden Punkt des Experimentierens, alle wissen, dass alle jetzt während Corona quasi improvisieren und dilettieren. Ja, weil normalerweise ist es immer so, alle haben Angst, das auszuprobieren, weil andere, die machen das und die machen es viel besser und man vergleicht vor allem seine Online-Performance mit der Offline-Performance und findet, oh, ich bin so viel schlechter online. Ich finde auch, dass ich offline besser vortrage, wenn ich unmittelbare Resonanz von einem Publikum habe. Aber
das Schöne ist an dieser Corona-Situation, sie trifft alle, nicht alle gleich, das will ich nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Branche quasi alle auf einmal zum Improvisieren gezwungen sind, ist groß. Und das, glaube ich, ist einer der unterschätztesten Vorzüge dieser Situation. Also, dass quasi wir jetzt da auf einmal Dinge ausprobieren dürfen, die wir sonst noch 2-3 Jahre nicht uns auszuprobieren hätten getraut. Ja, und man muss aber am Anfang, stellt man sich doof an. Immer bei allem. Auch bei digitalen Sachen. Ja. Vielen Dank. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ich mich heute noch ein bisschen doof anstelle mit dem hier ausprobieren, Mentimeter und Fragen gleichzeitig koordinieren. Und das sind auch schon 2 Fragen, haben bereits diese Frage überholt. Die wollen wir uns mal anschauen. Gehen wir erst nach oben wieder. Inwieweit werden Arbeits- und Privatleben durch Digitalisierung verschmelzen und wie wird dann unser Tag aussehen? Ja, das ist eine gute Frage und da gibt es wirklich auch einiges an Forschung schon. Eigentlich auch seit, man könnte sagen, seit Blackberries, also für die Jüngeren hier, das waren Handys mit Tastatur, wo man zuerst mal Mails drauf bekam, vor allem im Business-Sektor. Und da gab es viele Studien zu Blackberries, man nannte die dann teilweise Crackberries, weil sie so süchtig machen angesehen wurden. Und was die ergeben haben, waren zum Beispiel interessante Ergebnisse, fand ich zumindest, war, dass alle in Unternehmen, sowohl zum Beispiel das Management als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch im Privatleben kontinuierlich always on waren und ihre Mails gecheckt haben. Dass aber nur die Menschen auf den unteren Hierarchieebenen sich gezwungen sahen, auch in der Freizeit zu antworten. Während quasi also für den Chef, ich sage jetzt bewusst nicht den Chef und nicht die Chefin, war es okay zu wissen, dass seine Underlings brav arbeiten. Aber dem muss ich jetzt nicht antworten, wenn ich da quasi zu Hause sitze. Während quasi für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Druck verspürt wurde, hier quasi allzeit Bereitschaft zu zeigen. Quasi das heißt, ich finde, das zeigt schon, dass dieses Verschmelzen, ob das zum Beispiel dann auch als Belastung empfunden wird, ja, oder als zum Beispiel auch Befreiung oder so, im Sinne von, ich kann mich frei einteilen, das hängt ganz stark ab von wo man im Unternehmen ist, über welche Zeitautonomie man verfügt. Ja? Also ich würde sagen, eine Verschmelzung von Arbeit und Privatleben ist umso weniger problematisch, je autonomer sie gestaltbar ist und je autonomer das auch erlebt wird. Je fremdbestimmter diese Verschmischung ist, desto belastender und Burnout-gefährdender ist das meiner Meinung nach. Ja. Ich frage mal böse nach, also Selbstausbeutung dauert länger bis zum Burnout? Finde ich, weiß ich nicht, also kommt drauf an, ja? Also was man darunter versteht, wenn man selbst ausbeutet, wenn man, das ist, finde ich, kommt schon sehr stark auf das eigene Gefühl an, ja? Also ich meine, ich bin sicher der Privilegierteste von allen. Ich habe eine ordentliche Professur an der Uni und suche mir aus, zu welchen Themen ich forsche, welche Vorträge ich zu und absage. Ich habe die Tendenz, zu oft Ja zu sagen und zu viel zu machen. Das bereue ich dann, aber da bin ich wirklich selber schuld. Und also ich schätze da eine große Freiheit. Ja? Und auch wenn das dazu führt, dass ich selbst entscheide, wann ich rund um die Uhr arbeite manchmal. Aber gleichzeitig, ich würde sagen, umgekehrt auch sehen, gerade auch für Menschen mit Betreuungspflichten und auch da zähle ich dazu, also ich habe jetzt zweimal schon, wir haben uns die Karenz immer 50-50 geteilt, also Elternzeit sagt man in Deutschland, glaube ich, und wir versuchen das möglichst gleichberechtigt zu machen, meine Partnerin ist auch Vollzeit berufstätig, da ist es schon auch sehr von Vorteil, wenn man quasi mal einfach relativ einfach quasi Kinder betreuen kann, noch vor Corona, und dann halt vielleicht am Abend mal was machen. Also ich würde sagen, aber das ist halt, weil ich selbst sehr autonom bin und ich bin sehr zurückhaltend, das zu generalisieren auf alle. Schon gar nicht auf Menschen, die quasi einem sehr strikten Zeitregimes ausgesetzt sind. Ja? Ich glaube, das, was wir halt erleben werden, ist noch eine größere Spreizung von Zeitregimes. Und meine These wäre, aber das würde jetzt schon weit über das hinausreichen, dass das zum Beispiel auch Folgen für Arbeitszeitregimes haben sollte. Also man könnte zum Beispiel viel stärker darüber nachdenken, dass Menschen, die über eine geringere Zeitsouveränität verfügen, die viel stärker quasi, dass denen kürzere Arbeitszeiten zustehen. Während Menschen, die quasi über eine höhere Zeitsouveränität verfügen, die dann vielleicht auch längere Arbeitszeiten haben könnten. Aber das ist wirklich sehr, sehr spekulativ und natürlich nichts, was einer für sich allein entscheiden kann. Ich wage mal so eine Prognose, so 3 Fragen schaffen wir noch, ohne dass ich jetzt weiß, welche sind. Okay, dann arbeiten wir ab. Es kann mich auch schon mal weiter Fragen dazu.
So, ich habe den Eindruck, dass der Datenschutz in der EU im Vergleich weltweit sehr hoch gehalten wird. Ist das sinnvoll oder bremst es die Entwicklung hier? Auch ein Thema für einen eigenen Vortrag, den ich nicht halten wollen würde. Ich habe dazu, das, ich würde da die Frage deshalb nicht so leicht, ich tue mir das deshalb so schwer, weil die Frage ist, welchen Datenschutz man will. Und ich bin der Meinung zum Beispiel, dass die DSGVO, die ja als sehr stark, also die Datenschutzgrundverordnung, Entschuldigung, die quasi jetzt seit kurzem in Europa gilt, die ja quasi als stärkeres, höheres Datenschutzniveau als in den USA gilt, die folgt trotzdem immer noch dem Ansatz der Einwilligung bzw. der Einwilligungsfiktion. Wir kennen das alle, wir müssen ständig irgendwo zustimmen. Ja, also am schlimmsten sind die Cookie-Klicks im Browser, aber und es ist utopisch, dass wir auch nur im Ansatz Menschen, die hier auf Zustimmen klicken, wissen, was das bedeutet. Ja, weil die Folge und Fernwirkungen, die mit diesen Einwilligungen hergehen, für Individuen nicht abschätzbar sind. Und ich bin skeptisch, ob ein hohes Datenschutzniveau quasi auf Basis des Prinzips der Einwilligungsfiktion überhaupt erreichbar ist. Das heißt, ich wäre eher ein Fan davon zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die sind unabhängig von Einwilligung unzulässig, weil sie gesellschaftlich gefährlich, unerwünscht, problematisch, diskriminierend oder zum Beispiel auch ökonomische Macht in einem Ausmaß verstärkend sind, dass man das nicht als Gesellschaft nicht will. Dafür aber andere Dinge keine Einwilligung bedürfen. Ja? Und ich glaube, also das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten besser. Und jetzt sehen wir halt derzeit das Problem, dass die ganz großen Player, die wirklich die größte Gefahr sind aus Datenschutzperspektive, Facebook, Google und Co., durch ihre Netzwerkeffektmacht uns alle zu allen Zustimmungen zwingen und zwingen können, während kleine Firmen, Unternehmen bis hin zu Schulen auf einmal glauben, sie müssen irgendwelche hochkomplexen Datenschutzzustimmungen einholen, ja, für Dinge, die immer normal waren. Das glaube ich, halte ich für problematisch. Und da würde ich mir eher eine Nachjustierung wünschen. Ja, vielen Dank. Dann nächste Frage. Welchen Einfluss haben traditionelle Werte der Wirtschaft in Zeiten der digitalen Transformation? Was sind traditionelle Werte der Wirtschaft? Wäre meine Rückfrage. Also ich weiß nicht, was darauf, ich versuche mal reinzulesen, was gemeint sein könnte. Also wie zum Beispiel, ich versuche es mal positiv zu lesen. Was sind traditionelle Werte der Wirtschaft? Ist nicht, dass man quasi seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut behandelt, dass man ein gutes Produkt abliefert, dass man verlässlich ist, pünktlich Rechnungen zahlt. Also quasi dass man, wenn das traditionelle Werte sind, dann glaube ich, dass die in dem Maße, wo sie quasi ökonomisch sich auszahlen, und das ist auf eine mittlere, längere Frist meiner Meinung nach, dass das im Bereich der digitalen Transformation genauso wertvoll sein kann. Da glaube ich nicht, dass die deshalb irgendwie entwertet werden. Ansonsten ist das halt so mit diesen Werten so eine Sache. Ja? Also ich habe das Gefühl, Unternehmen sind halt oftmals, bekennen sich gerne zu diesen Werten, solange es ökonomisch gut läuft. Und wenn es dann ökonomisch nicht mehr so gut läuft, und da kann zum Beispiel eine verschlafene Digitalisierung oder auch nicht verschlafene Digitalisierung, da kann einfach ein totaler Umbruch in einer Branche, für den die einzelnen Unternehmen gar nichts können, die haben alles gut gemacht, ja, kann dann dazu führen, dass man diese Werte als allererstes über Bord wirft. Ja. Ja, und das, also ich glaube nicht, dass uns Werte vor zum Beispiel unsozialem Verhalten schützen. Ja, also da vertraue ich dann doch eher auf gesetzliche Regelungen. Ja, vielen Dank hier auch an die Leute, die sich im Chat hier noch ihre Kommentare dazu schreiben. Einige von Ihnen schicken sie nur an alle Diskussionsteilnehmer. Das heißt, leider sehen nur wir, den Sie auch hier in der Kamera sehen, denn Ihre Nachrichten, wenn Sie auf Versenden angehen, dann können Sie da Diskussionsteilnehmer und Zuschauer auswählen, dann erreichen auch alle ihre Nachrichten und alle können ihre Kommentare mitlesen. Das ist leider ein Hinweis, der ein bisschen spät kommt, denn wir kommen jetzt zur letzten Frage. Schulbuch, E-Books, was kommt dann? Können Lerninhalte auch über Plattformen verfügbar gemacht werden? Ach, meine Lieblingsfrage kommt zum Schluss. Also das muss natürlich sagen, das weiß vor allem Jöran auch, weil ich schon lange mich mit dem Thema
Open Educational Resources, offen lizenzierte Lehr- und Lernunterlagen beschäftige. Das kommt aus meinem Urheberrechtsrecht auf Remix-Fokus. Und ich habe auch sogar für Österreich, wo es eine Schulbuchaktion gibt, also quasi das, was in Deutschland Lehrmittelfreiheit heißt, läuft in Österreich unter Schulbuchaktion, habe ich für das Bundesministerium auch mal eine Potenzialstudie gemacht. Auch für NRW war ich beteiligt an einer Studie, wo wir uns genau mit dem beschäftigt haben. Also meine Position ist hier ganz klar. Ich halte es für skandalös, dass wir mit öffentlichen Mitteln enorm viel Geld in die Finanzierung von hochwertigen Schulmaterialien stecken, diese Materialien aber nicht in digitaler Form frei lizenziert verfügbar gemacht werden oder in quasi verschwindendem Ausmaß. Ich halte das deshalb so für so skandalös, weil es gleichzeitig fragwürdige, auch tendenziöse, nicht so gut, also didaktisch vielleicht gute, aber inhaltlich fragwürdige Materialien zuhauf im Netz gibt, die ohne weiteres auffindbar sind und dass quasi wir die guten öffentlich finanzierten Materialien hier im Netz verstecken, weil wir es nicht schaffen, hier quasi die Finanzierung auf neue Beine zu stellen, um quasi eben hier auch wirklich zu einer Transformation, um zurück an meinen Vortragsanfang zu kommen. Das halte ich für wirklich schlimm. Das liegt teilweise an Verlagslobbys, das liegt teilweise an den Bildungsministerien, die nicht hier die Problematik erkennen oder sich nicht trauen, die einfach auch näher dran an den Verlagen sind. Und das heißt nicht, dass man kein Geld mehr ausgeben soll dafür. Das heißt auch nicht, dass die Verlagsleistung nicht sinnvoll ist. Die ist natürlich sinnvoll. Aber hier, meiner Meinung nach, ist derzeit das Problem, dass die Finanzierung von Schulbüchern derzeit eine Finanzierung von offen lizenzierten Schulbüchern eigentlich gar nicht ermöglicht, weil alles auf ein Marktmodell aufsetzt, das aber gar kein richtiger oder nur ein sehr spezifischer Markt ist. Und hier in diesen beiden Studien, die kann ich gerne auch noch verlinken, haben wir auch versucht, konkrete Vorschläge zu machen, wie man hier zumindest einen Teil dieser öffentlichen Gelder für offen lizenzierte Lehr- und Lernunterlagen nutzbar machen könnte. Und insofern sage ich, natürlich können sie verfügbar gemacht werden, aber das ist so ein klassischer Fall von: Technisch ist wirklich nicht das Problem. Das Problem ist nicht die Technik. Das Problem ist null die Digitalisierung. Das Problem sind ein pfadabhängiger Schulbuchmarkt. Das Problem ist eine Politik, die hier politische Hand, die Problematik nicht erkennen oder nicht wichtig genug einschätzen oder nicht in den Konflikt gehen wollen mit denen, die da nichts ändern wollen. Und das hat wirklich null mit Digitalisierung zu tun. Da würde ich mir einfach noch viel mehr Lehrerinnen und Lehrer und Eltern und Eltern und Älterinnen und Eltern wünschen, die hier quasi wirklich auch Druck machen, weil wenn da dann ohne Druck bewegt sich nichts. Wir haben jetzt nochmal zwei Nachfragen, die wir schnell klären können, die über den Chat kamen. Nämlich eine Nachfrage direkt zu dieser letzten Einlassung. Wie wäre es mit einer Online-Lizenz von Schulbüchern wie der Springer-Link in der Uni, damit man mehr Auswahlmöglichkeiten hat? Ja, Online-Lizenz ist besser, aber ist gut, aber eine freie, offene Lizenz ist besser. Also wenn man da irgendwas hinkriegt mit so Online-Lizenzen und mit quasi Auswahl und so, ja gut, aber ich finde, man muss diese Monopolisierung auch brechen, die dann dazu führt, dass auch hier teilweise, wir haben eine unfassbare Marktkonzentration im Schulbuchmarkt. Das sind wenige große Player, die hier auch wirklich am meisten dann damit verdienen. Es gibt andere Märkte, wo es viel schlimmer ist, aber ich würde sagen, ja, gut, Online-Lösung gut, aber offene Lizenzen besser. Und noch eine kurze Frage: Von welchem Buch war die Rede bei der Frage nach Kompetenzen? Was du noch nicht zu Ende gelesen hast. Ach so, das Buch. Ich muss einmal hin kurz. Range. Das Buch heißt Range bei David Epstein. Range, Why Generalists Triumph in a Specialized World. Ich habe noch nichts gelesen, ich bin erst dabei. Es wurde mir aber von vertraulicher Quelle empfohlen und ich mag den Titel. Sehr, sehr schön. Ich erkläre gleich nochmal, wie es weitergeht, was wir mit den offenen Fragen machen, was ja heute auch abends noch passiert. Aber davor jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Leonhard Dobusch für diese wunderbaren gut 60 Minuten, die wir zusammen verbringen konnten. Danke für die Einladung. Danke auch an Thorsten Fahrbach für die Chat-Korrespondenz und an Blanche Favre und Kai Obermüller, die im Hintergrund sich um die Technik gekümmert haben. Wir haben noch einiges vor. Heute Abend und in der Online-Themenwoche insgesamt auch. Also gehen Sie noch nicht. Wir haben für heute noch zwei Sachen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Und natürlich noch vier Programme in den nächsten Tagen. Schauen Sie da sich gerne die Website an. Wir haben unter anderem jeden Abend eine Fortsetzung dieser kleinen Reihe hier. Morgen Abend geht es um den kulturellen Wandel, was auch
auf der gesellschaftlichen Ebene gemeint ist. Professor Dr. Uta Haug-Thum wird uns erklären, was es mit der Kultur der Digitalität auf sich hat. Wenn wir jetzt gleich diesen Raum schließen, dann ist nicht Schluss. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können zum einen einen kleinen Feedbackbogen ausfüllen und Sie können sich noch mit anderen aus dieser Gruppe, im Moment sind noch 100 Personen da, sich zum Ausklang treffen. Denn eine Eigenschaft dieser Online-Räume ist ja, wenn der Veranstalter sie zumacht, sind alle plötzlich alleine. Und das haben wir gesagt, wollen wir eigentlich nicht. Wollen vielleicht von 100 Leuten nicht alle noch bleiben für einen gemeinsamen Ausklang und sich unterhalten. Aber diejenigen, die es wollen, sollen zumindest nicht vor verschlossener Tür stehen. Deswegen gibt es noch einen Raum, den wir zum Ausklang nutzen. Auf dieser Folie sehen Sie den Link. Das ist eine Abkürzung. Sie heißt www.deutsche-schulakademie.de/Ausklang. Rufen Sie ihn jetzt noch nicht auf, weil sobald Sie ihn aufrufen, sind Sie im anderen Zoom-Raum und dann sind Sie hier raus. Was wir da noch machen können, damit Sie sehen, was noch für Fragen übrig geblieben sind, die wir alle nicht mehr klären konnten. Es geht wirklich querbeet, auch vielleicht für dich, Leonhard, von Blockchain-Technologie über künstliche Intelligenz, über Schwarmintelligenz etc. Also wirklich alles Mögliche, was dabei ist. Das wollen wir nicht vorenthalten, deswegen kopieren wir das auch gleich nochmal in dem Ausklang in den Chat rein. Wenn Sie mögen, können Sie sich also dazu auch noch weiter austauschen. Soweit an dieser Stelle. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die es möglich gemacht haben, an alle, die Fragen gestellt haben. Und weiter geht's jetzt auf zwei Kanälen. Ansonsten sehen wir uns weiter im Programm der Online-Themenwoche bei der Deutschen Schulakademie.